Waschlappen das Ganze aufgewischt haben und aufnehmen, wie der Oberschiedsrichter Peter Bellinger sich um jedes Detail liebevoll gekümmert hat, die Netzhöhe nachgemessen, ob die Linienrichterstühle richtig stehen, die Zeituhr und so weiter. Ja, das ist der Turnierdirektor immerhin, den bekommen wir jetzt auch mal geliefert. Zeigt den uns doch ruhig mal eben. Ich habe das nur auf einer Vorschaukamera gesehen. Das ist jetzt kann er aufatmen, jetzt geht es weiter. Aufschlag. Tommy Haas. 0-15 und 0-1 zurückliegen im vierten Satz, aber 2-1 Sätze. Und jetzt 0-30. Gleich wieder von 0 auf 100 kommen. Aber das gelingt nicht. 0-40, drei Breakchancen für Safin. Schon 0-15 zurück und musste, wie gesagt, sofort ins Spiel zurückfinden. Das ist ihm nicht gelungen. 2-0 Führung für den Russen im vierten Satz. Schlägt sein 14. Ass, hat inzwischen in der Anzahl der Asse Tommy Haas um 1 übertrumpft. Aber was wichtiger ist, er führt im vierten Satz mit 3-0 gegen Tommy, der wie gesagt eben besser drauf zu sein schien, als das Spiel wegen des Gewitterregens unterbrochen wurde. Und es gab ja vorher schon auch einmal eine Unterbrechung, die Safin dabei führte, als er sich massieren ließ, eine dreiminütige Behandlungspause.
Und als es dann weiterging, war auch bei Tommy ein bisschen der Faden gerissen. Ich hoffe, dass er sich schnell wieder fängt. Ansonsten gäbe es ja dafür noch den 5. Satz. 2:1 Satzführung, um das nochmal allen Zuschauern, die später hinzugekommen sind, zu sagen. Für Tommy Haas. Und es geht hier vor 15.000 Zuschauern in der Rod Laver Arena um den Einzug ins Endspiel der Australian Open 2002. Viele sprechen vom vorweggenommenen Endspiel, weil der bereits feststehende Endspielteilnehmer Thomas Johansson aus Schweden für nicht so stark eingeschätzt wird wie beide Spieler hier. Gleichgezogen. Jeder von beiden Spielern hat genau 119 Punkte gemacht. Auch das ein Indiz für die Ausgeglichenheit dieses Matches, das jetzt 2 Stunden und 52 Minuten dauert. David Amy. Zurückgefunden. Kann alles passieren. Und neuerlicher Breakball gegen den Aufschlag von Tommy Haas. Verlust in diesem Satz für Tommy Haas.
Das sollte, ohne dass er was gesagt hat, bedeuten, ich glaube nicht, dass der Aufschlag im Aus war. Er war es aber. Aber das ändert nichts daran, dass Safin mittlerweile mit 5:0 im vierten Satz führt. Und damit muss man leider diese Frage negativ beantworten aus deutscher Sicht. Wem hat die Regenunterbrechung genutzt? Sicherlich ihm hier, Marat Safin. Denn er war angeschlagen, wenn auch weiterhin imstande, großartige Schläge zu setzen. Schauen Sie mal die Bilanz der Gewinnschläge im vierten Satz. 10 für Safin, nur noch 2 für Tommy Haas. Im dritten Satz war es enger. Den brachte gleichwohl Tommy Haas nach Hause. Im zweiten Satz, den Safin gewann, hatte der Russe die Nase vorn. Eine statistische Spielerei, mit der wir uns noch lange nicht beschäftigen wollen. Die Frage ist, gibt Tommy jetzt den Satz weg? Konzentriert sich auf den fünften und letzten Satz, der die Frage beantworten wird. Wer zieht ins Endspiel der Australian Open ein? Oder versucht er, den Russen hier weiter zu beschäftigen, um ihn wieder müde zu spielen, wie es vor der Unterbrechung schon den Anschein hatte. Aufschlag Haas. Schlagrepertoire von Tommy Haas. 3 Satzbälle für Safin.
er jedenfalls wieder in seinen Rhythmus, in klassischer Aufschlaghaltung. Händige Rückhand mit voller Power. Nächster Satzball für Safin. Bezeichnet mit einem Doppelfehler. Gibt Tommy Haas den vierten Satz mit 0-6 ab. Klarer Fall, Safin hat die Regenunterbrechung mehr genutzt als Tommy. Die Frage ist, wie kann Tommy jetzt ins Match zurückkommen? Ich schaue da mal runter. David Elmi will jetzt kein Statement abgeben und ich kann das auch irgendwo verstehen. Da ist der Frust zu groß. Und da muss man überlegen, wie man da wieder ins Match zurückkommt. Nach diesem vierten Satz, in dem nach der Regenunterbrechung nun wirklich überhaupt nichts funktionierte. Wir entspannen uns mal ganz kurz mit unserem Davis-Pokal-Fußballtrailer. Davis Cup, Kroatien, Deutschland, ab 8. Februar, live im Ersten. Und damit nochmal guten Morgen allerseits aus der Rod Laver Arena in Melbourne, wo vor 15.000 Zuschauern jetzt der fünfte und letzte entscheidende Satz in der Vorschlussrundenbegegnung zwischen Marat Safin hier im Bild und Tommy Haas beginnt. Safin hat von der Regenunterbrechung mehr profitiert, aber das ist jetzt Schnee von gestern. Ich hoffe, dass Tommy sich in diesen fünften Satz wieder voll reinhängen kann. Der Ball war aus, 0-15.
Netz war in diesem Fall ein Freund von Tommy. 30 beide. Schiedsrichter bittet darum, doch den Linienrichtern es zu überlassen, die entsprechenden Rufe zu tätigen. Da waren ein paar Bälle eng und umstritten. Und da gab es entsprechende Kommentare aus dem Publikum. Spiel im fünften Satz für Marat Safin, der auch jetzt nicht unbedingt wie der künftige Sieger aussieht. Das weiß auch der Herr im Hemd nicht. Das ist Paul McNamee, der Turnierdirektor hier, früherer Davis-Pokal-Doppelspieler oder der Oberschiedsrichter mit der hohen Stirn, Peter Bellinger aus England. Es kommt alles darauf an, wie Tommy Haas jetzt ins Match zurückfindet. Er hat so gut gespielt hier. Er ist durch diese Unterbrechung rausgekommen aus seinem Rhythmus. Weiß der Teufel, was die Russen gemacht haben und was er nicht gemacht hat in der knapp 30-minütigen Pause. Jetzt braucht er vor allen Dingen wieder seinen gut funktionierenden, über drei Sätze gut funktionierenden Aufschlag. Tennis mit dem besseren Ende für Tommy Haas. In der Rod Laver Arena gehören überwiegend Tommy Haas.
klar ist, dass Marat Safin ein ganz schwer zu bezwingender Gegner ist, wenn seine Schläge weiterhin so funktionieren. Tommy wird versuchen, ihn zu beschäftigen, ihn zu bewegen, die Matchführung wieder an sich zu reißen. Ass von Safin. Oh, der guckte schon rüber. Vielleicht ist das Netz ja wirklich, wie ich eben schon sagte, ein Freund von Dominik. Schauen Sie mal. Fußfehler beim zweiten Aufschlag und das bedeutet Breakball. Ich kann das nicht glauben, sagt Safin. Er darf die Linie mit dem Fuß erst überschreiten, wenn der Ball den Schläger verlassen hat. Offensichtlich war Safin über die Mittellinie hinweggekommen. Das konnte man eben in der Einstellung schlecht sehen. Spätestens jetzt wird es auch ein Nervenspiel. Für beide. So, jetzt gibt er den Buhmann. Das hat er schon einige Male hier getan. Insbesondere im Spiel gegen Pete Sampras. Hält ihn nicht davon ab, sein 17. Ass zu schlagen. Und zwar mit 217 Stundenkilometern. Der schnellste Aufschlag heute Abend. Führung für
für Marat Safin. Mittlerweile sind 3 Stunden und 18 Minuten gespielt in der Rod Laver Arena. Wichtig ist, dass Tommy Haas wieder zu seinem Rhythmus gefunden hat. Ob das reicht gegen diesen bulligen Typen aus Russland, der alle Schläge drauf hat und sie mit einer unglaublichen Wucht produziert, beginnend mit dem Aufschlag, insbesondere aber auch die Grundschläge. Tommys Vorhaben, den Gegner zu beschäftigen, selber das Match in die Hand zu nehmen, ist sehr, sehr schwer umzusetzen. Gegen diesen Safin, fragen Sie mal nach bei Pete Sampras, der musste das zweimal erfahren. Hier in der dritten Runde und im Jahr 2000 im Endspiel der US Open, als Sampras sozusagen bei seinem Heimspiel im Finale keinen Satz bekam gegen den 20-jährigen, damals 19-jährigen Marat Safin. Aufschlag. Palette drauf. Aber eben auch solche Superschläge. Und damit erneut 2 Breakchancen für den Russen.
vergrößert. Alle blond. Gegen Pete Sampras waren sogar deren 6 an seiner Seite. Aber das alles findet Tommy Haas natürlich nicht komisch. Hat er hier das vorentscheidende Break hinnehmen müssen zum 1:3 im 5. und letzten Satz. Es wird jedenfalls ganz, ganz schwer für Tommy. Gestellt. 0:15. Jetzt gleich ein Re-Break. Das wär's. Kann die Linienrichterin ja sich freuen, dass er ihr zuwinkt. Gelegentlich schlägt er auch Bälle nach Linienrichterinnen. Auch das ist hier passiert. Des Marat Safin. 216 Stundenkilometer. Da ist natürlich kein Kraut gewachsen. Tommy kann nur abwarten, bis sich der Russe eine Schwäche leistet. Gab es eben für einen etwas wütenderen Ausbruch bei Safin. Naja, der ist jetzt happy. Also, dass die Spieler da mal ihren Dampf ablassen, ich habe dafür Verständnis. Und die Stuhlschiedsrichter sind eigentlich angewiesen, hier ein bisschen großzügiger zu sein. Und nur wenn einer einen Schläger zertrümmert, dann eine solche Verwarnung auszusprechen. Aber das war Herrn Morrissey dann doch ein bisschen zu viel, obwohl es ja sozusagen erst im zweiten Anlauf auf den Boden ging. Sei es drum. Steht 40:15 für Safin. Führung für Marat Safin. Das ist nur ein Break. Aber was heißt hier nur? Gegen diesen Spieler jetzt noch einen Aufschlagdurchbruch zu erzielen, das ist die ganz große Frage, ob er Tommy dazu Gelegenheit bietet. Nun hat er was am Finger. Vielleicht nimmt er auch die nächste Behandlungspause. Aber diesmal hat er ja den Lauf und er wird sich hüten, jetzt für eine Unterbrechung zu sorgen.
wurde vorübergehend ja auch mal von Jon Tiriak betreut. Ja, er ruft nach Behandlung. Ist möglicherweise eine Blase am Ringfinger entstanden, obwohl er an diesem vierten Finger keinen Ring trägt. Also nochmal, erst ein bisschen einpinseln mit Jod. Man sieht es an seiner Reaktion. Das zieht. Die ATP-Physiotherapeuten hier, Peer Bastold, die haben natürlich alles in ihrem Koffer. Geht inzwischen auf den Platz. Knapp 3,5 Stunden Spielzeit, wohlgemerkt ohne die Regenunterbrechung. In dieser Vorschlussrunde, das ist der Spiel. Stand lange Zeit, sah es nach dem besseren Ende für Tommy Haas aus, obwohl er sich dessen nie sicher sein konnte bei der Klasse des Marat Safin. Aber nach der Pause, da hatte der Russe plötzlich einen Lauf und gewann den vierten Satz mit 6:0. Im fünften und entscheidenden führt Safin mit 4:1 bei Aufschlag von Tommy Haas. Das Melbourner Publikum will Tommy helfen. Gewinnt Tommy Haas diesmal sein Aufschlagspiel, setzt Safin wieder unter Druck, der aber liegt noch ein Break vor im fünften und entscheidenden Satz, schlägt jetzt auf zum siebten Spiel. Was willst du da machen? Thank you.
20. Ass des Marat Safin. Führung für den Russen. Tommy führte 2-1 nach Sätzen. Dann kam die große Regenunterbrechung und dann war zunächst einmal sein Rhythmus weg. Das passiert in solchen Spielen. Safin zu dem Zeitpunkt angeschlagen, wirkte in seinen Bewegungsabläufen nicht mehr frisch. Tommy, obwohl viel mehr vorbelastet durch die 5 Runden hier zu spielen hatte. Zweimal musste er 1-2 Satzrückstände umbiegen gegen Todd Martin und gegen Roger Federer, um in 5 Sätzen jeweils zu gewinnen. Aber dann fand er zu spät ins Spiel zurück, musste früh im letzten Satz ein Break hinnehmen und muss nun versuchen, erstmal sein eigenes Aufschlagspiel durchzubringen, sonst ist sowieso alles vorbei. Und dann den Aufschlag von Safin, der zuletzt so funktionierte, noch einmal zu brechen. Und er hat hier so großen Kampfgeist bewiesen, auch in dem Spiel gegen Safin heute. Dessen 19 Breakbälle hat er 13 Mal abgewehrt. Aber reicht das jetzt nochmal? Aller Wille, alle Energie gegen den russischen Riesen. Safin 2 Punkte vom Finale entfernt. Das hat wieder niemand gehört.
Kemal Safi. Doppelfehler. Nach 3 Stunden und 40 Minuten heißt der erschöpfte, aber glückliche Sieger Marat Safin. Schade, Tommy, es hat nicht ganz gereicht. Sie waren so dicht dran bei der 2:1 Satzführung. Aber nach der Regenpause lief alles für ihn, der vorher angeschlagen wirkte, während Tommy zu spät ins Spiel zurückkam. 6 Spiele hat er uns Freude gemacht, 3 davon in 5 Sätzen. 2 hat er umgebogen, heute gegen einen mächtigen Gegner hat das nicht geklappt. Und dieser Marat Safin ist nun der Superfavorit im Endspiel des Herreneinzels der Australian Open 2002 gegen Thomas Johansson aus Schweden. Das war's von mir hier aus der Rod Laver Arena. Aber wir verlassen die noch nicht, denn da unten steht noch Klaus Luft. Ja, vielen Dank, Heribert Fassbender. Es war einmal mehr ein großes Spiel mit Tommy Haas. Und da lege ich mich einfach mal fest, eine schnöde Gewitterwolke hat die Australian Open 2002 bei den Herren entschieden. Ohne diesen Regenschauer und die Unterbrechung, glaube ich, würde Tommy Haas im Finale stehen. Wir wissen es nicht zu 100%. Wir werden natürlich mit ihm reden und seine Meinung hören über dieses großartige Halbfinale und die leider vergebene Chance. Um 10.30 Uhr wird das sein in einer Sendung, in der es ganz, ganz viel Wintersport gibt. Alles, was man in Schnee und Eis so treiben kann, das sehen Sie da. Und die wichtige Auslosung zur Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2004 in Portugal. Also diese Themen zusammen mit Tommy Haas um 10.30 Uhr und um 2.40 Uhr in der kommenden Nacht, da melden wir uns dann hier in Melbourne wieder mit dem Damenfinale. Die Neuauflage des Vorjahresfinals Martina Hingis gegen Jennifer Capriati. Auch ein Spiel, auf das man sich freuen darf. Jetzt schleichen wir uns in die laufende Sendung der Kollegen vom Dysant. Machen Sie es gut, einen schönen Tag. Und